Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Minecraft. Gut, in der letzten Folge haben wir hier diese super Anlage gebaut, die ja so halbwegs funktioniert. Deswegen werden wir die jetzt ein bisschen umbauen, und zwar während Gewitter hier mal das weg und das weg und das weg und das weg. So, das kommt mal weg. Dann schauen wir mal, ob die leer ist, weil die Items werden ja gelöscht, die da drin sind. Dann hauen wir die mal hier weg. Und hauen die einfach mal. Also hier ist Energie auch noch. Egal. Zack. Und hauen die einfach mal hier hin. Genau. Weil dann kann der sie einfach reinhauen. Und der auch. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe hier ein Crushing gebaut. Ich glaube, Crushing brauchen wir gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber naja, werden wir gleich sehen. So. Dann kann man hier noch Item-Pipes hier entlang legen. Ich weiß nicht, ob das so gut wird, aber always active. So, hat der auch zu tun. Wir gehen aber jetzt erstmal schlafen. Denn der Regen nervt, oder? Meint er nicht auch? Natürlich meint er das. Ich weiß es doch. Ist immer scheiße. So, jetzt brauchen wir hier natürlich durchaus Speed-Dinger. Speed Upgrades. Speed Upgrades. Und zwar die hier. Das sagen wir mal, dass wir da. Naja, viel haben wir nicht. Woran hat es eigentlich gescheitert jetzt an allen? Echt jetzt? Nee. Ich denke mir gerade, das kann ich dann allen gescheitert haben. 8 Stück. Oh, doch. Gut, woran scheitert es jetzt? Am Strom, okay? Ist klar, weil der jetzt oben und unten keinen Strom hat. Das heißt so und so. So, woran scheitert es dann jetzt eigentlich an nichts mehr? Hier, das füllt sich, weil der halt nicht so schnell ist. Okay, aber warum habe ich den Quascher gebaut? Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn hier mit dem Quascher gemacht? Quascher, was kommt hier rein? Also, da tut man die Ingotür zurück. Okay. Also braucht man den eigentlich gar nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben Enrichment. Das wollte ich eigentlich bauen, oder? Iron Dust, Iron Ingot. Nein. Ja, keine Ahnung, für was ich die gebaut habe. Da können wir aber jederzeit irgendeine andere hinbauen. Vielleicht wird es irgendwann mal. Oder wir bauen eine zweite Enrichment. Das hat ja auch was. So. Weil Eisen. Achso. Ohre, wenn wir jetzt mal die Erze durchgucken. Erstmal Inventar ein bisschen sortieren. Ohre. Nicht die Erze. Also, ich wollte eigentlich die anderen Erze haben. Oh. Kommt natürlich wieder alles. So. Also, Kupfer haben wir jetzt mehrere Sorten. Warum weiß auch kein Mensch. Industrial und Thermal Foundation. Keine Ahnung. Kann sein. Habe ich vielleicht ein bisschen was verdammt bin. Reinschreiben. Lied haben wir auch zwei. Ist aber meines Erachtens jetzt nicht mal so tragisch, Leute. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Kriege und so, ne? Zinn, Zinn. Ja, okay, das Zinn brauchen wir jetzt auch wirklich bei Gott nicht reintun in die Schmelzanlage. Und Jellorium. Jellorium haben wir logischerweise ja schon. Jetzt mal natürlich gucken. Zum Beispiel Kupfer. Kann man das in der Enrichment machen? Ja. Ferrus. Lass uns halt immer schauen. Enrichment, genau. Eisen geht. Lead ist noch eine Frage. Was gehen wir da noch raus? Ah ja, genau, da kommt ja noch Platin raus. Lead ist Enrichment. Und Zinn dann logischerweise auch. Also alles in Enrichment. Ich war irgendwie der Meinung, dass das nicht ging, aber okay. Das, 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 das. Einer fehlt, also kommst du hier ran. Gut. Dann hat die Anlage hier erstmal genügend zu tun. Und wir sehen hier schon zwei Seiten voll. Das heißt, die Anlage ist um einiges schneller als wie die andere. Speed 8. Kann das sein, dass hier die Torch nicht so hoch ist? Nee. 3x3. 400. Eigentlich schon. Und hier, Speed, sind auch alle drin.
Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte hier diese Kompresstorch hier hinstellen. Ich weiß aber nicht, was dann passiert, wenn ich die jetzt hier hinstelle. Arg, oder? Es schaut hier aus, als wäre es so langsam und in Wirklichkeit ist das schon so schnell, dass man gar nicht sieht, wie schnell das ist. Mich würde jetzt natürlich nur interessieren, wie viel Strom die ganze Anlage hier zieht. Da gibt es noch einen Mod dafür, das heißt RF-Meter, glaube ich, nennt sich der genau. Den bauen wir uns jetzt mal. Jetzt mal gucken, was uns da fehlt. Die ganze mittlere Schose. So und so und. Also der fehlt auch noch. Da fehlt noch ein Zahnrad. Da fehlt uns Elektrium. Oh Gott, was uns nicht alles fehlt. Immersive Engineering und da Thermal irgendwas Kacke. Da. Gold und Silber. Gold. Silber. Gibt ein Elektrium. Das werden wir jetzt hier gleich lernen in unserer Maschine. Dafür haben wir sie. Einmal. Achso. Gold und Silber. Gold. Ergibt, ich glaube, genau eins, oder? Werden wir gleich sehen, wenn wir das hier durchschmelzen. So. Das. Zwei. Ja, zwei. Gut. Das werden wir dann auch hier notieren. Ergibt Elektrium zweimal encoden fertig. Einmal hingecodet und fertig. Geht dann hier rein. Zack. So, wenn wir dann jetzt Elektrium hier rundherum machen, so wie es sich gehört, kriegen wir das Zahnrad. Und dann können wir das bauen und da fehlt uns dann nichts mehr. RF-Meter. Gut, und da werden wir jetzt den mal hier zwischenschalten. Den da weg. Und den da jetzt zwischenschalten. Und umschalten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So. Sehen wir, wir brauchen momentan um die 28.000 RF. Wenn wir jetzt die wegtun, brauchen wir 17.000, 15.000. Also die Torch, die bringt schon was, ne? Wenn wir schneller machen, sind wir bei 43.000. Holy moly, ne? So. Lass mal normal laufen, so wie es gibt. Was ist denn hier los? Warum exportiert er nichts mehr? Beziehungsweise, warum macht die Anlage hier? Brüllt es Ferus? Ist der jetzt fertig oder was? Iron? Alter Schwede! Habt ihr das jetzt gesehen, wie schnell der alle Erze fertig hat? Bohre? Ich glaub's ja fast nicht, aber. Holy moly! Ein Ritual Chamber können wir auch reinhauen. Alter, das ist so fucking extrem schnell. Das glaubt man gar nicht, Leute. Ihr seht das ja selbst, wie schnell das geht. Ich glaube, man begott nicht, dass es so schnell geht, der ganze Dreck hier. So, was haben wir noch an Erz, was wir eventuell durchschmelzen müssten? Also jetzt, was wichtig wäre, Silber hätten wir hier noch. Und das Uran, das ist uninteressant. Aber das geht, ja, wir können zu Jelore machen. Will ich aber nicht, weil falls wir mit IC anfangen, brauchen wir es. Ja, was haben wir jetzt an Jelorium? 22.000, Leute. 22.000. Jetzt haben wir hier nochmal das Silber hier noch rein. Der kann das nicht mal so schnell exportieren, wie die Maschine das durchjagt, der krank hier. Da fliegen die Stacks nur so. Echt holy shit, also. Puh. Ich habe mal 15, hier mal 4, das ist uninteressant. Immer auch 15, also die volle Kanne. Gut. Also, ist so, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist krank, was wir hier gebaut haben. Einfach nur krank. Wir haben hier schon. Brr.
Kilo. 29 Millionen, nein. Also, das sind ja dann 1000, dann haben wir 29. Ach, ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. 29.000 Kilo, das ist irgendwie. Weiß kein Mensch, wie das genau rechnet. Aber so, und jetzt müsste man noch irgendwie von der Chest automatisch rauspullen können, dann könnte man den da noch da dran klatschen. Also. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen, ja, überfordert. Allein von der Geschwindigkeit, was wir hier unten haben, ist einfach nur krank. Hier nochmal schnell in die Welt rein. Mining Deal Ones. Ihr habt gesehen, jetzt war der Strahl grün, das heißt, weil hier in der Welt Chunks geladen sind. Ich muss aber jetzt schön langsam mal aufpassen, wo ich mein Miner hinstelle, weil ich merke ihn mir sonst nicht. Der steht da hinten irgendwo, genau hier. So, Magnet ist an, gut. Da an, hier noch, bam, und hier noch, bam. So, also mal wirklich aufpassen, dass wir schön langsam muss dran merken, wo wir den hinstellen. Am besten stelle ich ihn jetzt hier nochmal am Spawn hin. Hier ist der Spawn hier drüben nochmal hin. Also. Na, wobei am besten wäre einfach Richtung Norden. Gehen wir einfach Richtung Norden. Stellen wir hier hin. Hier schaut gut aus. Guter Spot, dass hier relativ viel ist. Genau hier, wo der Schaf stand. Voll Leckerne. Dann den und die Chest. Den und die Chest und starte. Ja, 6000, das ist ein schöner Spot hier. Richtung Norden. Läuft. Also, das ist einfach genial. Solche Welten, einfach nur geil. Da hat man die Lorem ohne Ende. Und wenn man hier noch ein bisschen so macht, hat man halt dieses Mimi-Zeug auch ohne Ende. Und XP ohne Ende, also, ja. Ich glaube, XP werden wir so schnell auch keine Probleme haben. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wobei man soll ja nicht so voreilig sein. Man weiß nie, was noch kommt. So. Gut, dann gehen wir nach Hause. Home Top. Perfekt. So, wir haben noch ein paar Minütchen. Wir können jetzt mal gucken. Wir haben ja Remote. I.O. haben wir ja schon ein bisschen. Zweimal Remote Interface. Dann haben wir ja hier Access Point Camouflage. Nein, Remote I.O. Remote I.O. Zusammenschreiben, okay. Da gibt es ja dann diverse Tools, die wir ja schon gebaut haben. Und genau das habe ich gemeint. Das flackert halt immer das ME, weil immer ein Item rauskommt, ein Item rein, ein Item raus, ein Item rein. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber was soll ich dagegen machen? Ja, man, ich wüsste schon, was wir damit gegen machen können. Ob das jetzt unsere Lösung wird, ist die Frage. Linker annehmen brauchen wir nicht. Brauchen das IO-Tool, glaube ich. IO. Oder ist das der? Nein, das ist der Linker. Ich brauche die IO-Tool. Habe ich den mit? Ja, gut. Den brauchen wir, den Linker brauchen wir gar nicht. Ich möchte hier dann mal testen. Es gibt ja hier AI Network. Echt jetzt? Eine ME Chest? Ach Gott. ME Terminal. ME Terminal. Zweimal bitte. Dankeschön. Einmal. Komm, gib Gummi, Junge. Hallo, zweimal. Passt. AI Network. ME-Chest. Einmal, zweimal. So, ich glaube, den Rest haben wir. Zwei, passt. Zum Blank. Nein, zum Blank brauchen wir. Location-Ding-Bumm. Zum Verlinken. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. ME-Kabel vielleicht noch. ME-Köfteln-Terminal nehmen wir noch ein. Und ein ME. Weiß ich nicht, wie das heißt. Glasfaser-Scheiß-Ding-Bumm da. So,
ME Crafting Terminal, da craftet noch oder was? Nein. Hey. ME Crafting. Doch, hat er schon fertig. Gut, das testen wir jetzt aber mal unten im Keller. Im Keller ist immer gut. Ich teste am liebsten alles im Keller. Weil da ist genug Platz und so. Zum Beispiel hier. Einmal hier anschließen, einmal hier anschließen. Dann kommt hier ein AE-Ding rein und hoffen, dass es nicht crasht. Und hier ein AE-Ding rein. Gut, und dann eigentlich noch verlinken. Interface. Nein, warte mal. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas Falsches gemacht oder was? Motorsieber, Inventory, Interface, genau. Ich muss ja Interface mit Interface verlinken, oder? Nein. Wie verlinke ich denn den Scheiß jetzt? Jetzt bin ich echt ganz überfordert, Leute. Normal. AE Transfer Dingsbums. Save Target. Okay, kann ich das einfach so, das Kabel saven, das Target oder was? Save Target, hier rein. AE Network. Und sagt dann hier einfach, so blöd auch klingt, ME-Kabel und Terminal. Okay, so einfach geht das, gut. Naja, man muss es nur wissen, oder? Okay, einfach das Kabel. Okay. Das heißt, wir setzen den Target hier drin irgendwo. Weil da drin ist die Chance, dass wir das abbauen, sehr gering. So, Save Target. Dann geben wir zum Beispiel in unserem Fall zum Reaktor. Ja. Und setzen dann eins noch hier hin an Terminal. Das sagen wir jetzt dann am besten so, dass wir den. Weil der Block ist ja eigentlich egal, wo der ist. Können wir einfach hier hinsetzen. Den so, Target linked und eine AE-Karte. Bisschen Kabel hier und hier. Ein Crafting Terminal und tun sind wir online. Hier haben wir alles ME. Kostet uns nichts. Nichts kostet das, Leute. Gar nichts. Export. Was? Nein, aber nicht. Da müssen wir hier. Export. Also doch um einiges besser als die anderen Varianten, was man so hat. Deswegen finde ich das einfach cool. Jelorium. Man muss ja ein bisschen mit den Mods rumspielen, dann kriegt man da schon einiges zusammen. So, das hier rein. Und hier ein Kabel noch. Und dann müsst ihr ja eigentlich hier füllen, oder? 6. Okay, jetzt läuft er natürlich. Oder auch nicht mehr. So, jetzt läuft er nicht mehr. Aber es wird mehr, wie man sieht. Und dann können wir hier noch eine ACC-Karte machen. ACC-Karte. Accelerator-Karte. Dann geht das schneller mit dem Exportieren. Zack. Sehen wir hier. Und natürlich, je mehr die Fuel-Rods gefüllt sind, desto mehr RF produziert dann auch der Reaktor, soviel ich weiß. Aktivieren wir mal. Ihr seht es, das geht ein bisschen höher als wie vorhin. Sind jetzt schon bei 300.000. Man muss aber dazu auch sagen, ich habe ein bisschen an der Config rumgeschraubt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass, wenn ihr so einen Reaktor baut in einer anderen Modpack außer mein hier, in meiner natürlich die Config angepasst, da schaut die Sache ein bisschen anders aus. Wollt ihr nur mal so nebenbei bemerkt haben, ne? Dass ihr dann nicht euch wundert, warum in irgendeinem anderen Modpack dann nicht so viel produziert wird. So, und hier machen wir einen Importpass. Importpass. So. Zack. Das kommt dann hier drauf und hier auch ein Kabel hin. Zack, zack. Dann wird der ganze Schmodder hier importiert. Eine ACC-Karte hier rein. Zack, leer. Gut. Und die Energie geht natürlich raus. Vor allem extrem schnell auch. Aha, irgendjemand war hier. Hier, Brian.
Bar hier. Okay, higher bar. Wir haben jetzt ein Output von 20.000. Boah, mein. 22.000, das auch. Ja, also, ja, naja. Ich glaube, ihr wisst, warum ich jetzt gesagt habe, wir brauchen den Reaktor, ne? So, da können wir jetzt noch ein paar Kapazitorbänke bauen. Kaba. Die großen. 1, 2, 3 Stück. 4, 5, 6. So. Kann alles kraften. 6 Stück bitte, danke. Eigentlich wollte ich 9. Ich bin in Tod. Weil hier sind ja 9. Da könnte ich hier einfach eine Reihe nach vorne noch klatschen. Oder eine Reihe außenrum geht auch noch. Muss mal den ein bisschen umbauen. Einfach so als größere Buffer. Ah, das kann nicht schaden. Damit wir hier mit dem Reaktor einfach haben, weil der wird jetzt natürlich noch mehr produzieren, der ist ja dann noch kürzer an. Und wichtig ist halt, dass wir immer genügend Jellorium haben. Das ist mal das Wichtigste. Aber ja, wir haben 23.000. Ich glaube, das genügt. Hoffe ich halt mal. Und wir haben hier unser kleines ME-System. Was immer, weil es funktioniert und kostenlos ist, Leute. Kostenlos. Man könnte wohl diesen Quantum Link Chamber arbeiten. Dafür habe ich ja zu Hause ja eh diese Singularity gebaut. Aber da habe ich mir lange überlegt. Es ist immer so eine Sache. Wo sind die jetzt? Warte mal. Singularity. Da haben wir 46 schon. Und wir haben schon. Oh, Skelette. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Ich glaube, der Widder-Skelette nimmt er nicht. Schade. Wäre cool gewesen, aber. Ich glaube, Widder-Skelette mag er nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Muss man dazu sagen. Bam. Bam. Dafür haben wir schon andere Mobs. Mob. Na, Enderman haben wir trotzdem nur einen irgendwie, gell? Wir haben Creeper mal. Zombie. Skelett. Und diesen anderen komischen Creeper. So, hier haben wir dieses Schadohr haben wir auch noch. Und wie schaut es hier aus? Wir kriegen noch Jellorium. Gut, das heißt, unser Mann arbeitet noch. Dimlets kriegen wir auch noch ohne Ende. Und ach, diese Enderlilie ist jetzt. Ihr wisst ja gar nicht, so schlimm das ist. Ender. Wo haben wir die Enderlilie? Die sieht's. Ich bin jetzt blind, Leute. Ich sehe sie gerade nicht. Da. 1434 Enderlilie sieht's. Überlegt euch das mal, Leute. 1400. Also, da könnt man echt eine gute Farm bauen. Nur wir haben auch 6000 Enderperlen. Also, ich glaube, das braucht man nicht. Wir können auch diesen Endergenerator dann nutzen, um Energie zu machen. Nur so ganz hat mich der halt auch nicht überzeugt. So ein Witch-Spawner wäre natürlich auch noch was. Jetzt sieht man natürlich wieder, dass geladen wird, die ganze Schose, weil eben die Mobs nicht gleich gekillt werden. Aber jetzt wieder BAM. Also das funktioniert wunderbar mit den Köpfen. Köpfe haben wir. 1012 Köpfe. Echt jetzt? Holy shit. Cleaver haben wir jetzt keinen mehr, gell? Nein, natürlich nicht, weil irgendjemand hat ja kaputt gemacht. Beziehungsweise das war ja da mit den Fehler. Gut. Ja, ich würde sagen, ich lasse das alles noch ein bisschen laufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut und bleibt dran. Tschüss.